Guten Abend, mein Name ist Jennifer Smales von der Kunsthalle Bremen und ich begrüße Sie zu unserem interreligiösen Kunstgespräch Blickwechsel, heute zu dem Thema Wald, Idylle und Bedrohung. Die Reihe wird gefördert im Programm 360 Grad, Kulturen der neuen Stadtgesellschaft, der Kulturstiftung des Bundes und durch die Bremische Evangelische Kirche. Bevor ich Sie nun direkt in das Gespräch entlasse, wie immer der Hinweis, dass Sie sich per YouTube-Kommentarfunktion mit Beobachtungen und Fragen einbringen können. Und damit übergebe ich schon direkt an unsere Moderatorin Marion Koch und wünsche sehr viel Spaß. Guten Abend und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ganz herzlichen Dank an Jennifer Smales, an die kurze Vorstellung und Einführung. Ich möchte Sie auch ganz herzlich begrüßen. Und bevor wir starten in das Gespräch, in den Dialog, möchte ich natürlich die drei Referierenden vorstellen. Ich mache das einfach alphabetisch und starte mit Manuel Discaya. Herr Discaya ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau. Und seit 2005 ist er Mitglied der Alevitischen Gemeinde in Bremen. Das heißt, er ist Alevit. Als Vorsitzender hat er die Gemeinde 10 Jahre lang geleitet und ist jetzt, seit gut einem Jahr, immer noch als Ehrenvorsitzender in der Gemeinde tätig. Herzlich willkommen. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ich begrüße als zweites Mircea Ionescu. Und da muss ich dazu sagen, dass er, und darüber sind wir sehr froh, für Elvira Noir als Referent heute Abend dabei ist. Frau Noir war kurzfristig verhindert, deswegen umso schöner. Herr Ionescu, herzlich willkommen. Er ist Orchestermusiker, auch im Ruhestand und gleichzeitig ausgebildet als Musik- und Tanztherapeut. Und Herr Ionescu ist Vorsitzender der Menora Jüdische Gemeinde zu Bremerhaven e.V. Auch an Sie ein herzliches Willkommen. Schönen guten Abend und ein herzlich Willkommen. Als drittes begrüße ich ganz herzlich Herrn Padmakaran Padmanathan. Er ist Gründer und Sprecher eines der oder der Hindu-Gemeinde in Bremen und er ist freiberuflich als Fotograf tätig. Herr Padmanathan, herzlich willkommen. Und ja. Ich würde mich freuen, wenn Sie 2, 3 Sätze zu Ihrer Gemeinde sagen, weil ich vermute, dass die meisten Zuhörenden, Zusehenden die Gemeinde nicht kennen. Ich bin Padmakaran Padmanathan. Ich bin der Gründer und Sprecher der Verein Bremen Sri Varsity Vinaya Tempel e.V. Und der Verein ist seit 2010 bestehen in Bremen. Und wir haben einen Hindu-Tempel oder sozusagen Ganesha-Tempel in Bremen. Und ich bin der Sprecher. Und herzlich willkommen alle und Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt gleich wechseln zu dem ersten Gemälde. Und wie immer in dieser Veranstaltungsreihe ist es so, dass 2 Werke der Sammlung aus der Kunsthalle in Bremen den Anlass zum Dialog geben. Wir haben uns dieses Mal auch durch die Neupräsentation der Sammlung sozusagen leiten lassen, denn es gibt einen Raum, in dem Werke zum Thema Wald, Idylle und Bedrohung versammelt sind. 2 dieser Werke sind heute Abend Gegenstand des Gespräches und wir beginnen mit dem Gemälde, das Sie jetzt sehen. Es ist von Ernst Willers mit dem Titel Eiche im Haasbruch, ist 1831 bis 1835 entstanden. Ganz klar ist das Entstehungsdatum nicht. Willers, das wird für viele Bremerinnen und Bremer vielleicht auch bekannt sein, ist aus der Nähe von Bremen, er ist in Fegesack geboren worden, 1802, hat zunächst Dekorationsmaler gelernt, hat dann aber auch Kunstmalerei studiert in Düsseldorf. Später hat er seine
Landschaftsmalerei, die Ausbildung darin oder Verfeinerung seines Malstils an verschiedenen Orten gelernt und ist 1830 zurückgekommen, quasi in die Heimat und hat nach Motiven für seine Landschaftsmalerei oder seiner Vorstellung der Landschaftsmalerei gesucht und ist so in den Haßbruch gekommen. Hat dort diese Bäume, die ja auch einige Berühmtheit erlangt haben, man kann fast sagen porträtiert, und so ist eben unter anderem dieses Gemälde entstanden. Wenn Sie sich das Gemälde anschauen, und das ist für unsere Zuhörenden, Zusehenden vielleicht auch eine ganz schöne Einladung, sich mit dem Gemälde ein bisschen zu beschäftigen. Wenn Sie sich das anschauen, wie wirkt das auf Sie und hätten Sie Lust, dort spazieren zu gehen? Herr Diskaya, vielleicht mögen Sie einfach beginnen. Wie ist das mit diesem Gemälde für Sie? Ja. Also ich würde das spazieren gehen. Also für mich strahlt sozusagen dieses Gemälde Ruhe und Idylle aus. Und den Baum in der Mitte, diesen alten großen Baum, sehe ich als eine zentrale Figur im Gemälde. Und er hat, wenn man so ganz drauf achtet, auch kahle Stellen, auch zum Teil so rötliche Stellen, was für mich so zu interpretieren ist, dass der Baum lebt und auch unter Umständen auch verletzlich ist. Also der große Weg, der jetzt an dem Baum so kreisförmig da umzuführt, der lädt auch so, der sieht einladend aus. Also man würde gerne dann natürlich da vorbei an diesem Baum vorbei spazieren. Und also der Weg unterstreicht für mich den Stellenwert des Baumes und dass der Baum was Besonderes ist, dass er sogar unantastbar ist, dass man sozusagen mit Abstand so und Respekt um den Baum herum sozusagen spazieren darf. Mhm. Herr Ionescu, wie ist das für Sie? Wie geht es Ihnen mit dem Gemälde? Vielleicht können Sie direkt auf Herrn Diskaya und was er gesagt hat, auch eingehen. Ich bin mir erst nicht sicher, aber ich glaube schon, dass ich in diesem Gebiet ein bisschen spazieren gegangen bin. Ist nicht weit von Bremen. Diesen Baum habe ich mit Sicherheit nicht gesehen, in dieser Form. Es ist eine unglaubliche Energie und Kraft, was für mich entgegenkommt. Und eine lange, lange Geschichte muss dieser Baum haben. War vielleicht verletzt, war vielleicht gestürzt, auch von Menschenhand. Und in meiner Fantasie sehe ich sogar den Ursprung der Tiere, die sich da vielleicht in der Nähe mal befunden haben. Wenn ich links an den knapp über den Stamm gucke, da sehe ich fast wie ein Krokodil oder irgendetwas, was sich auch selber stemmt, mal sich loszulassen oder loszubefreien. Es ist ein großer Kontrast von dieser kraftvolle und fast wie ein Schraubenzieher in der, nicht Schraube, wie eine Schraube in der Erde sich durch diese Schräge, die da ist. Und ich bin mir sicher, hält sehr, sehr viel alles zusammen in der Gegend, diese Wurzel. Und genauso, je mehr nach oben geht, ist ein bisschen unklarer. Es fällt zwar die Spitze der Krone, aber es ist
auch sehr einladend, da vorbeizugehen. Und wenn ich ehrlich bin, würde ich mal auch wieder klettern in diese Bau. Ob das erlaubt ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber sind Erinnerungen auch aus der Kindheit, wo ich weiß, dass damals in meine Größe sozusagen nicht alleine geschafft hätte, da zu klettern. Man musste schon alles zusammen, und das bringt auch ein bisschen dieses Bild in Erinnerung, dass viele Bäume können so kräftig sein, weil vielleicht sich selber miteinander sich schützen. Mhm. Ja, warte mal, Padmanathan, würden Sie auch gerne in den Baum klettern? Also in diesem Baum sehe ich sofort, dass so alt ist, sagen wir mal mehr als 100 Jahre, kann man sagen. Und wenn ich diesen Baum sehe, dann sehe ich als dieser Buddha-Baum, sagt man, Pappelfeige. Dieser Baum ist auch, die wächst auch älter, und da sehe ich diese breite Baum, wo Buddha seine Erscheinungen gefunden hat. Okay. Und hier sehe ich ähnlich so ein Waldgebiet, wo die Menschen reingehen und Ruhe ihre Gedanken lesen kann. Und hinter diesem Baum gibt auch viele Bäume, und die spitz gewachsen sind, die sind halt, als Schutzschild für diesen Baum, so wie Schutzschild von anderer Seite. Von dieser Seite sieht man so. Also du meinst, dass die Bäume hinten dran, dass die Bäume hinter dem großen Baum, den großen Baum richtig gehend beschützen, wie ja, Schutzschilde. Ja, Schutzschilde. Mhm. Ja. Und ja. In diesem Baum ist hier in Bremen, ne? Genau, in der Nähe. Dieses Gebiet Hasbuch ist nicht so weit weg von Bremen. Ja. Und wie viel Vögel und wie viel Eichhörnchen hier ihre Heimat gefunden haben, weiß man nicht. Aber irgendwie eine schöne diese Struktur. Eine schöne Krone. Krone, ja. Mhm. Krone, so. Und wo ich hier viele Bäume gesehen habe, alle wachsen so spitz, ganz hoch. Und so klein und breit und mit dieser schönen Krone habe ich selten gesehen. Mhm. Und nur in diesem Gemälde. Ja, das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, denn dieses Gebiet des Hausbuchs ist tatsächlich sehr besonders. Und es war ganz früh ein Naturschutzgebiet geworden, nämlich um diese Zeit, als der Maler Villers diese Eiche gemalt hat, und die Bäume waren zum Teil über 1000 Jahre alt. Sie haben Namen bekommen. Also es war wirklich eine Verehrung fast dieser Bäume. Und was ich persönlich nochmal interessant fand, dieses Gebiet des Hausbuchs, das werden Bremerinnen und Bremer wissen, das war auch in den 1960er Jahren umkämpft, weil eine Autobahntrasse durchgehen sollte. Und es gab eine Bürgerinitiative dagegen. Also wir sind quasi mit diesem Gemälde, obwohl das so einladend, wie Sie alle beschrieben haben, so einladend ist, mit der Geschichte dieses Gebietes, sind wir eigentlich mitten in unserem Thema. Nämlich die Frage, welche Bedeutung haben Bäume, Wald, Natur im weitesten Sinne für Sie in Ihrer religiösen Tradition? Also wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, von der ersten Betrachtung des Gemäldes vielleicht ein Stück weg, wir kommen zurück, dann tatsächlich die Frage, welche Bedeutung hat Natur, hat ein Baum, haben Bäume, Wald in ihrer Religion? Und dann kann man
nochmal später danach fragen, was hat das denn dann für eine Auswirkung? Aber vielleicht erstmal die Frage, wie ist das mit den Bäumen in Ihrer Religion? Herr Padmanathan, vielleicht mögen Sie direkt anknüpfen. Ja, also bei uns, die Bäume sind auch für unsere Religion ist wichtig. Mhm. Vor 600 Jahren, da eine Poeten haben die Lieder geschrieben und da habe ich auch selber gehört. Und es gibt diese Gebote. Und da wird auch als Baum geboren. Und die menschliche Geburt ist die letzte. Und wenn wir ein gutes Karma tun und werden wir nicht wiedergeboren. Mhm. Sonst wird wiedergeboren. Aber diese Bäume sind für uns wichtig. Zum Beispiel hier in Bremen, dieser Tempel, haben Götter und diese Götter haben eine Repräsentant als Tier. Und dieser Repräsentant als Tier wird eine tragende Konstruktion gemacht. Also das heißt, wir haben ein Maus für unsere Ganesha als Repräsentant und haben wir diese Maus in Holz fertig gemacht. Also das heißt, es ist wie eine Skulptur. Skulptur. Die Maus, eine Maus darstellt und die wurde aus Holz geschnitzt. Holz. Also darf man nicht andere Fiberglas oder, ja, oder was weiß ich, Stein machen, sondern nur Holz. Mhm. Holz ist uns sehr wichtig. In Indien, im Himalaya-Gebiet, da gibt es ein Dorf und da wird diese Waldbäume als Bruder genannt. Oh ja. Und die haben ein Festival in Indien. Die Frauen oder Mädchen, also junge Mädchen, die einen anderen Herrn als Bruder nennen. Und diese Leute gehen zum Wald und die sagen, ja, das ist mein Bruder. Und das ist, also Religion ist mit den Bäumen ist, eng zusammen. Mhm. Es gibt auch einen Baum, heißt Sandelholz. Das, die kennt viele Leute. Und vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, Entschuldigung, weil der, glaube ich, wirklich fast ein heiliger Baum ist. Und ich finde es ganz spannend, dass Sie sagen, dass jede Gottheit ein Tier zugeordnet bekommt. Ja. Und dass das eben aus einem Holz dargestellt wird oder geschnitzt wird. Ja. Und dies wiederum die tragende Struktur des Tempels ist. Das finde ich eine ganz interessante Verbindung. Ich habe noch eine Frage, ist es wichtig, aus welchem Holz jetzt im Fall Ihres Tempels diese Figur der Maus geschnitzt ist? Oder ja, können Sie frei wählen? Nee, eigentlich, wir mussten eigentlich Teakholz. Ja. Da wird mit dieser Holzfiguren wird Teakholz gemacht, aber hier dürfen wir nicht importieren, also mhm. Importverbot und deswegen wird als die nächste Stufe also ein bisschen günstigere Holz genommen für diese Figuren. Mhm. Wie heißt diese Holz? Teakholz. Teakholz kennt jeder. Ja. Das ist auch teuer. Mhm. Und die Holz können wir nicht importieren. Also ja. Das ist Importverbot. Mhm. Und sonst viele Sachen mit Holz gearbeitet. In ja. Ja. Und, aber also leider, wenn ich den Wald sehe, sage ich mal, Gott eine Seite hier, alle sagen, Energie sparen und baut Holzhäuser. Mhm. Und dann wird alle Wald weg. Ja, das ist ein spannendes Thema. Da kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Herr Diskaya, wie ist das in der alevitischen Religion oder Ihrer religiösen Tradition mit der Bedeutung des Waldes, der Bäume? Können Sie da anknüpfen an Herrn Padmanathan? Ja, sehr gerne. Und zwar im Alevitentum
steht der Mensch eigentlich im Zentrum des Glaubens. Und als an zweiter Stelle kommt dann die Natur. Das heißt, also Humanismus und Naturverbundenheit zeichnet sozusagen den Alevitentum aus. Aus unserer Sicht ist, was wir in der Natur sehen, Schöpfung des Schöpfers. Also das heißt, der Schöpfer ist sozusagen in der Schöpfung sichtbar. Insofern sind sie auch heilig, also auch die Bäume sind dann heilig. Pflicht jedes Aleviten ist, also auch die Natur zu schützen. Und Aleviten kennen nicht nur heilige Bäume, sondern auch heilige Berge, heilige Wasserstätten, also was so in der Natur so halt als man nennt das Ziaretz, sozusagen kann man ins Deutsche übersetzen wie Besucherstätte. Also es gibt in manchen Gebieten zum Beispiel heilige Bäume, es gibt in manchen Gebieten heilige Berge, denen wird auch richtigen Namen vergeben und so weiter. Zum Beispiel es ist für, sag ich mal, wichtige Persönlichkeiten ein Wunsch, nach dem Tod unter einem großen Baum sozusagen begraben zu werden. Und das ist halt eine Besonderheit für einen Menschen. Zum Beispiel junge Mädchen oder Frauen besuchen zum Beispiel Bäume und binden sozusagen Bänder an den Bäumen und wünschen sich irgendwas. Also zum Beispiel, dass sie zum Beispiel jemanden heiraten, den sie lieben oder halt irgendeinen Wunsch, den sie sozusagen wahr, dass es wahr wird, gehen sie zu diesem Baum, diesem in Einführungsstrichen heiligen Baum und binden halt in verschiedenen Farben Bänder an die Bäume. Und ja, also der Baum hat natürlich auch einen Symbolcharakter für uns, Symbol der Freiheit. Und für uns ist sozusagen, weil er sozusagen so in Freiheit wachsen und gedeihen kann und friedlich mit den anderen Bäumen sozusagen zusammenlebt. Also das ist so ein Symbolcharakter auch für Freiheit, ja, für Aleviten. Ja. Wir haben zum Beispiel ein Saiteninstrument, ein Musikinstrument, ja, was Aleviten in den Rituellen, zum Beispiel Jam-Rituellen, verwendet. Mhm. Ich selber spiele auch Saz. Ja. Und das ist, muss auch an einem bestimmten Baum sein. Okay. Und welcher Baum ist das? Bevor man zum Beispiel Brombeerbaum. Ein Brombeer? In Türkisch heißt das Tut. Ja. Aber das ist übersetzt sozusagen. Nee, Maulbeerbaum. Boah, Wahnsinn. Ja, okay. Ja. Sehr besonders. Zum Beispiel habe ich hab so ein Instrument auch bei mir zu Hause. Und bevor sozusagen man losspielt oder lossingt, küsst man sozusagen das Instrument, hebt hoch und dann fängt man an, erstmal zu spielen. Man will sozusagen erstmal Respekt gegenüber diesem Instrument sozusagen zum Ausdruck bringen. Und da wahrscheinlich dann und, auch eben, ja? Und ja, da wahrscheinlich auch dem Holz, aus dem das geschaffen wurde. Der genau, Spiegel. Genau. Also es muss, wie gesagt, begehrste das Instrument ist aus diesem speziellen Baum und ist bei diesen vielen Gedichten kommt das auch vor, dass das aus diesem sozusagen Baum sein soll. Und in Zentralanatolien gibt es so eine Heiligenstätte. Da warten Menschen im Sommer unter der Hitze. Ich war selber vor 2 Jahren in dieser Heiligenstätte gewesen. Da ist auch so ein Maulbeerenbaum. Und die Leute warten stundenlang unter dem Baum und warten darauf, dass sozusagen ein Maulbeer in die Hand fällt, weil dieses dann sozusagen die Wünsche erfüllt. So glaubt man. Mhm. Mhm. Ja. Also ja, das sind halt Zusammenhänge, Alevitentum und Baum und Natur. Mhm. So.
Ja. Herr Ionesco, ich glaube, Sie haben einige Anknüpfungspunkte an das, was Herr Dzhakaja sagte. Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, dass Sie dieses Instrument SAS genannt haben. Ich hatte die Freude und ich habe immer noch mit Freunden auch anatolische Lieder mit die SAS spielen, die Freunde. Und es ist ein ganz, ganz besonderer Klang. Für uns traditionelle Musiker auch ein bisschen schwer, weil das sind Vierteltöne, brauche ich jetzt nicht reinzugehen in diese Richtung. Es ist ein sozusagen eine neue Farbe, die uns sehr gut tut und die uns bereichert. Und selber als Cellist habe ich ein Instrument, das aus Holz ist. Und dieser Holz, wenn man ganz betrachtet, was auf ein Streichinstrument kommt, mehr oder weniger von der ganzen Welt. Und es müssen sehr lange aufbewahrt werden und gelagert werden. Mhm. Aber jetzt zu Ihrer Frage, was für eine Bedeutung Bäume in unserer Religion, jüdischer Religion hat, ja, kann ich Ihnen erst einmal sagen, ich habe mir nochmal angeguckt, ich habe das Wort Wald in der 5 Bücher Moses nicht gefunden. Aber Bäume, Baum und Bäume, das heißt auch Plural. Mhm. Nur mal so. Wir haben schon bei der Genesis ein sehr wichtiger Hinweis, dass die ganze Natur uns gegeben wurde als Menschen. Selbstverständlich, wie Sie, Herr Dzhakaja, gesagt haben, die Menschen sind im Zentrum der Schaffung, auch bei uns. Aber die Natur ist uns gegeben. Wir sollen die benutzen. Wir sollen uns davon Energie und uns ernähren und. Aber gleichzeitig ist es auch so, dass wenn wir die Gesetze nicht befolgen und die Natur schädigen, können schon sehr, sehr schlimme Sachen auf uns zukommen. Brauche ich nicht sehr lange zu sprechen. Wir sehen die Natur, wie es funktioniert. Ja. Und wir können uns auch vorstellen, dass damals auch nicht anders war. Wir haben, abgesehen von diesem Baum der Erkenntnis, was für uns sehr wichtig ist, das mitten im Garten steht, was nicht schlecht und nicht gut und trotzdem gut und schlecht ist. Und wenn wir davon etwas nehmen, es ist eine Erkenntnis. Wir können nicht ständig nehmen, sage ich mal so, mit so wie ich diese Zeile in Genesis verstehe, wir müssen vorbereitet sein, auch zu pflegen. Wenn wir etwas haben, können wir nur so lange haben, wie wir das wie das existiert. Wenn wir zerstören, haben wir das nicht mehr. Und das ist eine Erkenntnis aus unserer Religion, genauso wie verschiedene Feste, wie Sukkot, wo wir Palmen, Myrte, Bachweiden, ja, und Etrog, was hier vielleicht wenig bekannt ist, eine Art Zitrusfrucht. Genauso haben wir ein Neujahrs der Bäume. Ein Neujahrfest der Bäume? Ja, okay. Du bist schwarz. Mhm. Und man muss sich so vorstellen, dass wir angehalten sind, diese Bäume, vor allem die Samen tragen und Obst eigentlich geben, dass wir die ersten 3 Jahre auch für die restliche Natur lassen. Dass wir nicht pflücken, für die Vögel, für wie auch immer.
Und erst im vierten Jahr fangen wir an, davon zu essen. Bis dahin hoffen wir, dass dieser Baum genug Kraft gesammelt hat und von uns genug Pflege bekommen hat und Schutz. Da sind auch da bestimmte Bäume, nee, bestimmte Obst, ein bestimmter Obst, was wir zu uns nehmen. Aber das hat mehr damit zu tun, was eventuell in Israel vor allem wächst, zu damaliger Zeit, so wie Oliven, Datteln, Feigen und Granatäpfel und. Ja. Ich finde das ganz spannend, dass Sie sagen, dass es dieses achtsame Umgehen mit den jungen, frisch gepflanzten Bäumen gibt und darin eben auch so eine, ein Wissen darum, dass die Natur und Bäume, Pflanzen erstmal sozusagen für sich sein müssen, für die Natur sein müssen. Also wirklich seine Wertschätzung und Achtsamkeit. Es kommt gerade eine Frage aus dem Publikum, die würde ich Ihnen gerne direkt stellen. Und zwar ist das eigentlich gar nicht so richtig eine Frage, sondern ein Sprichwort. Und die Frage ist, was sagen Sie zu dem Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Also gerne an ja, alle drei, aber Herr Ionescu, ja. Ja klar, es ist wünschenswert, nicht wegzupflanzen, weil ich stelle mir schon so vor, dass ist so viel Tradition da. Ich denke mal auch an viele Leute, die in Migration sind. Es ist für unsere Gesellschaft schon sehr, sehr wichtig, das zu akzeptieren und zu ermöglichen, dass die alte Wurzel wieder ein Zuhause finden. Trotzdem wird es sehr schwer und man soll tatsächlich achten. Ich denke mal an mein Vater ist sehr alt und wohnt im 10. Stockwerk irgendwo. Er würde nicht weggehen von da. Er ist da zu Hause und kann ich ihm auch verstehen. Eben dieser Spruch, man soll immer aus der Umgebung, in der er gelebt hat und lebt immer noch und wohl fühlt. Ich frage mich, bei so einem starken Baum, da muss man eigentlich die Wurzel kappen. Und das wäre, um den zu bewegen, ja, umzupflanzen. Das wäre, egal wie viel Wissenschaft daran stecken würde, in diese wegbringen und wieder einpflanzen. Mhm. Ich denke, das werden ganz, ganz große Schäden. Ja, nein, er wäre kaputt. Ich weiß nicht, möchte jemand, Herr Tiskaya oder Herr Padmanathan, zu diesem Sprichwort noch was sagen? Sonst würde ich gerne Herr Padmanathan noch mal nach den heiligen Bäumen fragen. Aber Sie hatten angefangen, darüber zu sprechen und das ist vielleicht auch nochmal eine gute Verbindung zu Herrn Ionescu, der sagte, dass es in Israel durchaus Bäume gibt, wie den Olivenbaum, die eine sehr besondere Bedeutung haben oder der Granatapfelbaum oder der Maulbeerbaum, aus dem die Saas gemacht wird, was Herr Tiskaya beschrieb. Herr Padmanathan, Sie hatten gerade angesetzt mit dem Sandel. Und dann habe ich unterbrochen, vielleicht, weil das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich in Ihrer Diskussion. Ja, der Sandelbaum, Sandelholz, und das ist auch ein wichtiger Baum. Und da wird eine so Puder gemacht und mit dieser Puder gibt unser Heiliger für die im Tempel, für die Heiligen und in diese Stern zu machen, anzubringen. Und auch damals für die
Verbrennung von Körpern, diese Holz benutzt. Von den Körpern? Ja, also gestorben. Das ist akustisch nicht verstanden. Also für die Bestattung von Menschen. Bestattung von Menschen. Mhm. Aber jetzt ist zurzeit verboten, weil die Bäume sind also Bedrohung. Also die Menschen handelt als im Schwarzmarkt. Ja. Und deswegen ist total verboten, diese Bäume abholzen. Und deswegen, jetzt darf man nicht sowas machen. Und bei uns sagt man so, von Mensch geboren bis zum Sterben, ist Verbindung ist da. Zum Beispiel, ein Kind geboren wird in ein Kinderbett. Das ist in Holz gemacht. Mhm. Damals, Spielzeug, damals in Holz gemacht. Und diese Kinderwagen, damals in Holz gemacht. Und da gewachsen, Bett, Holz. Und wenn Beerdigung, hilft auch in einen Holzsack. Mhm. Deswegen, dieser Holz ist mit Menschen in sehr eng verbunden. Ja. Deswegen muss man diese Wälder und Bäume und richtig schützen. Ja. Auch nachpflanzen. Ne? Also wenn 100 Quadratkilometer abholzen, 200 Quadratkilometer neu pflanzen. Ja, Sie hatten beim Vorbereitungsgespräch darüber erzählt oder berichtet, wofür diese Paste aus dem Sandelholz benutzt wird. Das fand ich sehr interessant. Vielleicht mögen Sie das nochmal berichten. So, ja, jeder Mensch hat da so Körper, gibt so eine innere Wärme, also richtige Energie. Mhm. Und diese Energie wird, die Körper ist, wärmt sich automatisch. Und wenn wir diese Sandelholzpuder als Paste gemacht und in, hier in Stirn anbringen, dann wird die Körper gekühlt. Also das ist, also fühlt man nicht, aber sagen wir mal so. Andere Seite ist, das ist die dritte Auge von Gott Shiva. Mhm. Und da ist diese Energie. Ja. Und deswegen in unserer Religion haben wir so, es gibt auch eine weiße Puder und es gibt Sandelholzpaste und es gibt auch Safran, also hochwertige Safranpuder, das ist Rot. Die alle drei kommen hier für unseren Körper. Das ist die dritte Auge unserer Religion. Mhm. Und diese Paste ist sehr teuer und sehr gut für Körper. Mhm. Da hatte ich, also ich fand das jetzt ganz spannend, wie Sie beschrieben haben, dass zumindest traditionell das Holz den Mensch begleitet und dass es eben auch über dieses wertvolle, über die wertvolle Paste des Sandelbaumes quasi ja eine ganz große Nähe zum Göttlichen hat, gerade durch das dritte Auge. Und das fand ich sehr besonders. Deswegen, ja, danke, dass Sie das so nochmal dargestellt haben. Wir haben diesen Bereich, welche Verantwortung folgt eigentlich aus der Bedeutung des Baumes oder der Bäume, der Natur in den Religionen? Welche Verantwortung folgt daraus für den Menschen, für das Verhältnis von Mensch und Natur? Eigentlich schon angeschnitten. Ich würde mit diesem Gedanken oder dieser Frage gerne zum zweiten Kunstwerk übergehen. Und das Spannende ist ja an einer solchen Sammlung, dass man wirklich sehr weit schöpfen kann in dieser Sammlung. Und Entschuldigung, muss ich hier einmal was verändern.
Genau, und das zweite Werk, das Sie jetzt sehen, ist eine Fotoarbeit, beziehungsweise ich muss eigentlich sagen, eine Fotografie von Thomas Struth. Das ist ein Künstler, der Fotograf ist. Er ist 1954 geboren, ist auch ein deutscher Künstler. Er hat in Düsseldorf Fotografie studiert, in einer ganz berühmten Tradition der sogenannten Becher-Schule. Es war ein ganz bestimmtes Konzept des Ehepaar Bechers, wie sie fotografiert haben. Und das übernimmt Thomas Struth. Ich muss dazu sagen, dass diese Fotografie sehr groß ist, während das Gemälde relativ klein war. Das Gemälde ist so 60 mal 54 Zentimeter. Dieses Foto, wenn Sie davor stehen, dieser Abzug der Fotografie, da können Sie quasi reingehen. Also es ist, glaube ich, fast 2 Meter breit und 1,60 hoch, sehr groß. Und Thomas Struth hat für eine Serie, aus der diese Fotografie auch stammt, mit dem Titel Paradise 7, hat er sehr viele Wälder auf der Welt besucht, Urwälder, und hat eben tagelang sich vorbereitet auf die Fotografie, weil es ihm ganz wichtig ist, dass die Lichtverhältnisse so sind, dass es zum Beispiel nicht einen zu starken Schattenwurf gibt, sondern dass die Ausgewogenheit zwischen Licht und Schatten sehr für seine Begriffe optimal ist. Also er war da lange unterwegs und unter anderem ist eben diese Fotografie entstanden aus einem Nationalpark in Australien und wie schon gesagt mit dem Titel Paradise. Vielleicht jetzt auch nochmal für die Zuhörenden und Zusehenden, wenn Sie im inneren Auge diese Fotografie vergleichen mit dem Gemälde von Villas und sich nochmal überlegen, wie wäre das hier, wenn Sie vor diesem Wald stehen, würden wir, wenn wir im Museum wären, wäre der Effekt tatsächlich so, als würde man mittendrin stehen, weil das eben so groß ist. Die Frage, wie wäre das für Sie, wieder für die drei Referierenden, aber vielleicht auch für Sie zu Hause, haben Sie Lust, in den Wald zu gehen? Herr Diskaya, Sie hatten beim Vorbereitungsgespräch, waren Sie sofort dabei. Deswegen gebe ich Ihnen mal das Wort. Ja, danke schön. Also nein, ich würde keinen Schritt weiter gehen, weil, wie gesagt, alles zugewachsen ist und es gibt auch keinen Weg, an dem ich sozusagen dann auch mit ruhigem Gewissen gehen könnte. Und außerdem hätte ich Angst, irgendwas, was darunter liegen könnte, zu zertreten oder zu beschädigen oder sowas. Und also als Mensch fühle ich mich dann irgendwie nicht so dazugehörig. Also ich gehöre irgendwie so nicht da rein. Aber es ist sozusagen eine Welt für sich. Es wirkt mich auf mich trotzdem mit viel Harmonie. Also die Pflanzen leben so in Frieden, so nebeneinander und sind sozusagen sogar ineinander reingegangen und so weiter. Also, aber ich würde da sozusagen Stopp machen. Mhm. Herr Padmanathan, wie wäre es für Sie? Ja, da sehe ich die mit dem ersten Bild und jetzt. Und das ist sehr, sehr so zumpfiger Boden, also mit viel Wasser, nasser Boden. Und kürzere Pflanzen und kürzere Bäume. Und das ist so ein sozusagen ein richtiger Regenwald. Mhm. So ein kleiner Regenwald. Und der Boden hat viel Energie und deswegen wächst so viel kleinere Pflanzen und Bäume.
Und auch da sehe ich auch Kletterbäume und hier gibt auch viele Kleintiere und kleinen Vögel und die vielleicht haben die kleine Vogelnetze und hier gibt es keine Wege, da reingehen kann und so da forschen kann, was darunter liegt. Und da kann man von weit aus nur sehen. So darf man nicht antasten. Also darf man nicht reingehen. Ja. Das ist unendliche Arten von Pflanzen da. Ja. Herr Ionesco, wie ist es für Sie? Es ist eine faszinierende Welt, eine so vielfältige Welt. Es ist so einladend, dass der Tarzan in mich ruft rein. Selbstverständlich würde ich mich freuen, wenn meine Jane auch mitkommen würde, aber unabhängig davon würde ich trotzdem diesen Schritt wagen. Und ich ahne, dass irgendwelche Liane da sind. Real glaube ich nicht, dass ich das machen würde, aber das ist dieser Impuls, da reinzugehen, da zu riechen, zu spüren, zu sehen, zu entdecken, ein bisschen vorsichtig mal eine oder andere Pflanzen beiseite bewegen, sodass man auch den Rest sieht. Und tatsächlich die Gefahr, also Tarzan ohne Gefahr geht es nicht, aber ich denke mal, das ist in meiner Fantasie ist sicherlich irgendwie machbar und so wie Herr Padmanathan gesagt hat, da sind so, so viele Sachen, die nicht drauf sind. Vögel, Tiere, kriechende, springende und sicherlich muss auch Feuchtigkeit, Wasser und es ist ein sehr, sehr schönes und sehr einladendes Bild und wahrscheinlich, wenn ich vor dem Bild bin, muss mich jemand ein bisschen halten, um nicht da reinzugehen. Ja, ich finde das ganz interessant, dass es ja so diese Verlockung, das zu riechen, zu schmecken, zu entdecken, einerseits bei Ihnen gibt und eben Herr Diskay und Herr Padmanathan auch dies, ich glaube, beim Vorbereitungsgespräch sagten Sie, Herr Diskay, ja keinen Schritt weiter, wie als wenn das so ein Stoppschild wäre und so dieses, oh, nicht beschädigen, nicht berühren. Das Interessante ist, dass Thomas Struth diese Serie Paradise, also Paradies, genannt hat. Und deswegen würde ich gerne den Ausflug machen, gedanklich zumindest kurz. Gibt es in Ihrer Religion die Vorstellung eines Paradieses und hätten Sie da eine Verbindung zu dem, was Sie sehen auf der Fotografie? Vielleicht mögen Sie direkt nochmal anknüpfen, Herr Diskay. Ja, also Paradies ist natürlich was Schönes, was Positives oder was Lebenswertes, aber bei uns Aleviten gibt es diese Vorstellung in Bezug auf also Paradies und Hölle nach dem Tod in der Form nicht. Mhm. Also man soll sozusagen die Erde zum Paradies machen, heißt bei uns die Devise. Also zum Beispiel in Islam ist das ja so, dass man, sag ich mal, wenn man was Gutes tut, kommt man in Paradies oder wenn man was Böses tut, kommt man in die Hölle. Solche Vorstellungen gibt es bei uns nicht, sondern wir sagen, weil halt alles, was wir sehen, von der Schöpfung her kommt und heilig ist, sollte man sozusagen auch das möglichst hier zum Paradies verwandeln. Also auf dem Bild sehe ich schon, sage ich mal, ein Paradies in Anführungsstrichen. Ne? Weil, wie gesagt, das sind da so viele verschiedenartige Pflanzen zu sehen und so weiter. Also es sieht so schön aus. Von daher, aber
nur für visuelle Betrachtung, würde ich sagen. Also nicht zum Intervenieren durch Menschen. Mhm. Das wäre für mich dann doch zu schade, halt da irgendwas, man hat Angst irgendwie, was, wie gesagt, dass was zu Schaden kommt. Ja. Also ich würde sagen, bei dem Bild ist der Mensch eher eine Bedrohung, also für dieses, was ich da sehe. Mhm. So interpretieren also wir. Also das Paradies ohne den Mensch sozusagen. Ja, also wenn ich da also sozusagen ohne Unverantwortung, also verantwortungslos da reinlaufen würde, würde ich zerstören, habe ich den Eindruck. Mhm. Also deshalb würde ich mich als Mensch eher als Bedrohung sehen. Also, ja. Also aus der Perspektive geguckt jetzt. Ja, ja. Herr Padmanathan, wie ist das in Ihrer Tradition mit dieser Vorstellung von einem Paradies? Herr Diskaya hat das gesagt, für seine Tradition gibt es das nicht. Wie ist das wie ist das in Ihrer Tradition? Bei uns gibt es auch kein Paradies nach dem Tod. Wenn wir so gutes Karma haben, kein Wiedergeburt. Das heißt, Luft aufgelöst. Entweder in der Erde, also Erde heißt Wiedergeburt, mhm. in Luft aufgelöst heißt Himmel. Ja. Also kein Paradies. Und da nicht wiedergeboren wird, also das heißt ein gutes Karma und schlechtes Karma wird wiedergeboren mhm. als Wiedermensch und wieder schlechtes tun und wiedergeboren. Das ist Erde. Und Himmel, also Luft aufgelöscht, das heißt kein Wiedergeburt. Ja, da muss man gutes Karma, also Gutes tun. Und deswegen, wir haben kein Paradies im Himmel. Das heißt, es geht letztendlich darum, auf der Erde, vielleicht vergleichbar mit dem, was Herr Diskaya sagte, auf der Erde mit der Natur möglichst Gutes zu tun, so Gutes zu tun, dass man nicht mehr dass man aus diesem Kreislauf der Wiedergeburt herauskommt. Ja. Okay. Und ich nehme den Gedanken jetzt von Herrn Diskaya mal auf, dass er meinte, er würde sich selbst in Anbetracht dieser üppigen und schönen Natur oder üppigen Natur, sage ich jetzt mal, auf der Fotografie von Thomas Struth als störend empfinden, als Mensch als störend empfinden. Wie nehmen Sie das wahr? Gehört zu diesem Paradies, der Sie hier sehen, der Mensch dazu oder ist er eher die Bedrohung? Mit wem möchten Sie sprechen? Herr Padmanathan, hatte ich nochmal angeschaut. Ich weiß nicht, ob Sie haben Sie es verstanden, meine Frage? Nee. Nochmal. Herr Diskaya meinte, dass er den Eindruck hat, von diesem Verhältnis von Mensch und Natur ist in Anbetracht dieser Natur, die wir hier sehen, der Mensch eher störend, weil er würde zerstören. Er ist eine Bedrohung. Von den Menschen meinen Sie? In dieser Weise. Der Mensch ist die Bedrohung für die Natur. Ja, das ist klar. Weil, okay. Weil in dieser Natur nicht, aber allgemein ist zurzeit wird immer mit Holz gebaut. Häuser und Gebäuden, viel mit Holz gebaut und da wird viel Holz, Bäume abgeholzen, also diese Wälder. Und deswegen muss man schützen, weil die Staat sagt, wenn wir Holzhäuser bauen, dann kriegen wir für die 0% Zinsen Kredit.
Und bauen die mit dem Holzbau, Holzhäuser. Mhm. Und da wird die Natur alles weggeholt. Mhm. Ja. Deswegen muss man da aufpassen, nicht Energiespar. Ja, Natur gibt für uns Energie. Und wenn wir alle Natur kaputt machen, dann haben wir draußen keine Energie. Drinnen, ja, aber draußen keine Energie. Da muss man richtig aufpassen mit den Bäumen, Wäldern. Und also ich habe gehört, für uns wegen dieser Tempelbau haben die Bauleute haben Sand gebracht. Und der Mann hat gesagt, der braucht Sand von Boden und er kauft Wälder und bringt, also nicht Wälder, sondern Ackerland. Mhm. Kauft Ackerland und von da aus kriegt er Sand, aber dafür muss der gleichermaßen in einer anderen Stelle neue Wälder pflanzen. Ah ja, okay, ja. Diese Ausgleichspflanzung, ja. Ja, Ausgleichspflanzung. Mhm. Und da ja. muss man auch machen, die Leute, die Häuser bauen oder Holzfirma, wenn die abholzen, da müssen die auch Bäume pflanzen, mhm. die gleichen Maßen. Ne? Ja, ja. Dann wird die Natur ist in, hält der Gleichgewicht. Ja, ja. Und das ist schade, dass wir sowas machen. Ja, Herr Ionescu, wie ist das in der jüdischen Tradition mit dieser Vorstellung von Paradies? Überhaupt gibt es die Paradiesesvorstellung und vielleicht dann auch nochmal in Bezug zu dieser Arbeit. Ja, Adam und Eva waren im Paradies. Das ist mindestens so geschrieben. Mhm. Und ich denke mal, dass wir ein Stück Paradies mindestens hoffe ich für jede, dass er hier auf der Erde erlebt hat. Die Vorstellungen sind über Paradies sind so verschieden. Ich habe für kurze Zeit, für 2 Jahre auch in Slowenien gelebt und da sind die Tomaten mit diesem Namen Paradies. Genauso sagen die Slowenen, dass Gott, nachdem alles fertig gemacht hat, hat sich für sich selber ein Stück Land zurechtgemacht und das ist Slowenien heutzutage. aber das sagen die Georgier und das sagen viele andere sowas. Und ich denke mal, ich habe auch in Deutschland solche Ecken, die paradiesisch sind. Mhm. Für uns ist die Vorstellung, dass Himmel, Hölle und so, können wir damit nichts anfangen. Gibt es gut, gibt es böse, gibt es schlecht, gibt es schön und so weiter. Aber in meinem Glaube gibt es Paradies außerhalb unseres Lebens und nicht auf der Erde ist nicht möglich. Mhm. Wir leben hier und manchmal auch im Paradies, hoffe ich. Für jede, dass er dieses Gefühl hat. Und tatsächlich Paradies soll man nicht stören, soll man nicht zerstören. Aber da ist mitten im Paradies ist dieser Baum des Erkenntnis bei uns und man muss da gewesen sein. Selbstverständlich nicht stören und diese Idee der, vom Schützen ist in unserer Glaube und in, auch in Israel sehr, sehr stark präsent. Wir spenden für Bäume, das eingepflanzt werden, sag ich mal so, aus Bremerhaven sind, weiß ich, dass 2 Bäume da in
der Wüste in Israel gebaut wurden, da wo nötig ist. Hier in Deutschland würde sich nicht so bemerkbar machen, wenn zwei Bäume gepflanzt werden, oder in Kanada, sage ich mal so. Aber da, wo nötig ist, soll man sehr vorsichtig und sehr liebevoll mit der Natur umgehen, in unserer Interesse. Das fand ich ganz interessant, dieses auch für Ihre Tradition, dass das Paradies letztendlich hier ist, oder wir die Verantwortung, die Menschen die Verantwortung haben für das, was Sie hier vorfinden. Das sagten Sie auch am Anfang. Ich würde Sie gerne zum Schluss fragen, vielleicht auch mit einem kürzeren Statement, und das ist nochmal eine Einladung auch an die Besucherinnen, vielleicht und Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, vielleicht würden Sie auch noch ein kurzes Statement in den Chat schreiben. Welches von den beiden Kunstwerken spricht Sie persönlich, auch aus Ihrer religiösen Tradition, aber eben auch persönlich mehr an? Es sind ja sehr unterschiedliche Werke, das von Villas und eben diese Fotoarbeit von Thomas Struth. Was spricht Sie mehr an? Und vielleicht können Sie in einem Satz sagen, warum? Herr Padmanathan, wie ist das für Sie? Was ist für Sie eine schönere oder eine genüsslichere Betrachtung von den beiden Werken? Ja, ich sehe von Herrn Ernst Villas. Ja. Das ist ein Kunstwerk, und mit seinen Augen ganz gut gesehen und gemalt hat. Und da sieht man, die Wald lebt und diese Bäume lebt, und mit über seine Augen. Und das ist ein richtiges Kunstwerk. Hier ist auch Kunstwerk, wie andere Bild, aber das ist so, das ist so eine Fotografie. Und da sehe ich was anderes, aber die erste Bild wurde mit Herr Ernst Billers, und wegen dieser Alt des Bäumes und die Struktur von dem Baum sehe ich, also ich finde den Kunstwerk von dem ersten Kunstwerk ist schöner. Also yeah. Im Haschbruch. Ja, ich blende das erste Gemälde nochmal ein, das mal an die Technik weiter, dass ich einmal umschalte aufs erste Gemälde. Und dann haben wir das nochmal, was Sie sagen. Ja. Das, also mit dieser Kunstwerk kann man sehen, irgendwann mal, wenn dieser Baum nicht da ist, aber da kann man mit diesem Kunstwerk sehen, so einer Baum in dieser Stelle da. Mhm. So, auch wie ein Dokument. Ja. Dokument und seine sehr gute Auge gemalt wurde. Erstmal habe ich auch gedacht, dass es eine Fotografie ist. Ja, und es ist wirklich fast wie ein Porträt eines Baums. Ja. Herr Ionescu, Sie haben gerade schon genickt. Wie geht es Ihnen? Ja, dass Sie so viel Liebe zum Detail und so viel Aufmerksamkeit für die Natur und auch für eigene Beruf von Villas. Es ist tatsächlich in der Zeit damals entstanden, wo immer noch die Realität auch durch den Auge der Künstler und sein Verständnis, aber so präsent vor Auge zu bringen. Und so detailgetreu fast, auch wenn das nicht der Realität da entspricht oder entsprochen hat. Es ist ein Meisterwerk für mich, so darstellen zu können. Es ist faszinierend. Ich habe trotzdem ein Problem mit der Tarzan in mir selber,
Ich würde gerne beides, das sind total unterschiedliche Techniken, das sind total unterschiedliche Zeiten und auch Verständnisse. Gleichzeitig haben was gemeinsam. Klar, als Kunstwerk bin ich eher geneigt, ja, eher zu diesem Bild als Favorit da zu sehen. Aber so ohne kann ich das andere Bild auch nicht abschreiben. Es ist so viel drin, es ist so viel Farbe in diesem Foto, was jetzt wir nicht sehen. Es ist so viel Spiel mit Schatten und Licht, die in der Natur so Existenz zeigt, ja. So viel Leben. Und muss man das fangen können. Das stimmt, ja, absolut. Ja. Herr Diskaya, wie geht's Ihnen? Ich blätter auch gerne nochmal zu dem anderen um. wir können Sie gerade nicht hören, Herr Diskaya. Nee, immer noch nicht. Ja, jetzt müssen Sie das Mikro noch anmachen. Jetzt ist es gerade aus. Wenn Sie, ja? Nee, Sie sind nicht zu hören. Vielleicht, wenn Sie ohne das Verbindung zum Ohr sprechen, ohne das Headset. Ah, nee, schade. Irgendwas klappt jetzt nicht. Ich gebe mal kurz rein, dass von einer Zuhörerin, Zuschauerin kam, dass sie sowohl das Gemälde als auch das Foto sehr inspirierend fand. Und dann kommt wohl gleich noch eine Beobachtung. Jetzt weiß nicht, haben Sie es gefunden, Herr Diskaya? Sonst nee, leider geht es leider jetzt gerade nicht. Sonst würde ich vielleicht nochmal Herrn Ionesco fragen, aus Ihrer religiösen Perspektive, gibt es da eines der Werke, wo Sie sagen, da finden Sie sich auch mit diesem, was Sie gesagt haben, dass das Paradies eben und die Verantwortung des Menschen hier auf Erden ist. Und ist es aus diesem Aspekt ein Werk, was Sie möglicherweise mehr anspricht? Jein. Das Paradies von Thomas Struth zeigt etwas, was tatsächlich mit unserer Religion etwas zu tun haben kann, und zwar diese Unberührte. Wir lassen in Agrikultur und in viele andere Bereiche, was mit der Natur zu tun hat, eine gewisse Zeit für sich in Ruhe. Ich habe gesagt, wir pflücken für uns die Bäume erst ab dem vierten Jahr. Ja. Am Acker zum Beispiel wird jedes siebte Jahr brach gelegen, sodass die Natur wieder zu sich kommen kann. Das ist der bekannt vielleicht als Schabbatjahr. Mhm. Und das zeigt auch diese Paradies hier, diese wunderschöne Bild, das nicht zu berühren, wie diese Zuschauerin gesagt hat, man soll nicht ein alter Baum soll man nicht umpflanzen, oder ich weiß nicht, wie die Worte
waren, tatsächlich diese Ruhe zu gönnen. Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt gibt es noch eine weitere Beobachtung. Es geht um ein Gedicht von Halil Gibran über die Ehe. Und jetzt kommt der Ausschnitt. Die Eiche und Zypresse stehen weit voneinander, dass sie im Schatten des anderen nicht wachsen können. Bezüglich zum Bild, das Paradies, die Spaltung im Gemälde weist auf Störung hin und das Mondlicht steht für Hoffnung. Okay, das ist interessant. Also ich vermute, dass die Zuschauerin dieses Foto meint und möglicherweise in der Mitte diese Baumstämme, ich gehe jetzt mal mit meinem Cursor rein, als eine Spaltung. Und tatsächlich in der Original, oder wenn man vor dem Original steht, das hatten, glaube ich, Herr Padmanathan auch so bemerkt, dieses Licht hat sie, meine ich, auch sehr beeindruckt. Es ist kein Mondlicht, es ist aber ein diffuses Licht, was am Himmel durchscheint. Und das hatte Sie, Herr Padmanathan, glaube ich, auch sehr angesprochen, als wir im Museum waren. Vielleicht mögen Sie da noch kurz was zu sagen. Meinen Sie die wegen dieser Licht, oder? Ja, erinnere ich das richtig? Ja, dass es diese Sonnenlicht reinkommt, die Seite. So. Und die anderen Bäume sind so, in einem anderen Bild, ist die Bäume sind so groß gewachsen, dass die kleinen Bäume da unten nicht wachsen kann. Mhm. Aber hier ist die eine, alle kürzere Bäume und die Sonnenlicht ist da. Und deswegen, wegen dieser nassen Boden, die wachsen die anderen Pflanzen da. So freiwillig und in ganzen Stellen und mit verschiedenen Pflanzarten. Das scheint dieser Sonnenlicht-Effekt bei dem Linz, dem Fotolinse. Ja. Ich habe jetzt gerade von Herrn Diskaya mitbekommen, dass das mit der Technik, er kann uns hören, aber dass er, dass das leider nicht mehr klappt, dass er etwas sagen kann. Und können Sie mich jetzt hören? Ja, jetzt können wir Sie hören. Okay, prima. Dann für Sie, an Sie nochmal das Wort. Welche der beiden Werke hat Sie mehr angesprochen? Ich kann auch gerne nochmal zum anderen, anderen Gemälde gehen, aber vielleicht. Also das Werk mit dem großen Baum in der Mitte, also das erste Bild, hat mich natürlich mehr fasziniert, weil mich das auch, sag ich mal, als Kunstrichtung auch so mein Favorit ist. Aber nichtsdestotrotz ist auch die Fotografie sehr beeindruckend und sehr farbenfroh, sehr meisterhaft, was Schatten und Licht angeht, meisterhaft gelöst. Ja, und aus Ihrer religiösen Perspektive? Also aus unserer religiösen Perspektive würde ich sagen, ist für uns, was wir auf dem ersten und auch sogar auf dem zweiten Bild sehen, alles sozusagen ja, Natur und alles für uns heilig und alles, sollte man keinen Unterschied machen. Okay, ja. Ja, vielen Dank. Da teilen Sie tatsächlich den Eindruck auch der einen Zuhörerin, Zuschauerin, dass sie beide Werke sehr inspirierend fand. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und ich gehe jetzt mal aus der Bildpräsentation raus, zurück zu unserer Viereransicht. Das mache ich jetzt einmal. Genau. Ganz herzlichen Dank an Sie für Ihre Gedanken, auch für Einblicke in Traditionen, Religionen, Traditionen, die auch für mich neu sind. Und ich freue mich ungemein zu lernen, von Ihnen zu lernen. Und ich hoffe, dass das den Zuhörerinnen, Zuschauerinnen auch so geht.
Insofern danke an Sie drei und danke an die fleißigen Chatterinnen, die uns zugehört und auch mit Gedanken versorgt haben. Ich hoffe sehr, dass wir bald wieder ins Museum können und dann eben die Kunstwerke auch anschauen. Diejenigen, die in Bremen sind, entern Sie den Raum Wald, Idylle und Bedrohung und schauen sich die Werke im Original an. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Es gibt einige Werke mehr. Ich möchte nicht versäumen, dass wir die Veranstaltungsreihe Blickwechsel an der Kunsthalle Bremen weiterführen nächstes Jahr. Wir wissen im Moment natürlich noch nicht, ob wir digital oder wieder analog im Museum sein können. Wir hoffen Zweites, weil es für uns als Moderation und für die Referierenden natürlich viel spannender ist, Sie als Publikum direkt mitzubekommen und in einen dadurch intensiveren Austausch gehen zu können. Aber das erfahren Sie auf der Website der Kunsthalle Bremen. Der erste Termin ist Anfang Februar. Und ob wir dann eben vor Ort sein können oder digital, können Sie dort erfahren. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Eugenia Akan bedanken, der Frau der Technik, die eben die Verbindung zu YouTube möglich gemacht hat, und auch an Jennifer Smales für den Chat und das, was ich hier auch an Sie habe weitergeben können. Also viele Worte des Dankes, aber besonders an Sie drei und an alle Zuschauerinnen und Zuschauer einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns im Februar in der Kunsthalle Bremen. Dankeschön. Schönen Abend noch. Schönen Abend und vielen Dank nochmal. Sehr, sehr gerne. Danke an Sie. Jo, tschüss.